Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoga mit Nicole. In diesem Video wollen wir uns wieder einmal mit dem Unterkörper beschäftigen, ganz speziell mit den Beinrückseiten. Und du brauchst für diese Yoga-Einheit einen Yoga-Gurt. Alternativ geht natürlich jede Art von Gürtel oder auch ein Wischtuch. Wir starten in Shavasana und dazu legst du dich ganz einfach auf deinen Rücken. Leg die Hände neben dem Körper am Boden ab, dreh die Handinnenflächen nach oben zur Decke. Deine Füße fallen ganz locker zur Seite. Nimm dir einen Moment Zeit, um anzukommen. Unsere heutige Affirmation lautet: Ich behandle meinen Körper so, wie er es verdient. Ich behandle meinen Körper so, wie er es verdient. Bewege deine Finger, deine Füße, kreise deine Hand- und Fußgelenke und streck dich so richtig aus. Wenn du gehen musst, so wie ich, lass es zu. Und dann stell die Füße auf der Matte auf und zieh beide Knie zu deiner Brust heran. Du kannst sie umfangen, du kannst sie aber auch einzeln greifen. Schenken uns hier zwei tiefe Atemzüge. Und dann stell die Füße auf der Matte auf, nimm dir deinen Gurt. Und wir legen eine Schlaufe um den rechten Fuß. Strecke als erstes das rechte Bein von dir weg, sodass du es ganz gerade ausstrecken kannst. Die Fußzehen ziehst du zu dir heran und dann intensivierst du den Zug an dem Gurt. Du holst das Bein so nah zu dir heran, wie es dir möglich ist. Aber halte das Bein unbedingt gestreckt, fühl die Dehnung hier in deiner Beinrückseite. Die Zehen ziehen weiterhin zu dir. Stell dir vor, wie du mit der Einatmung deine Ferse von dir wegschiebst und wie du mit der Ausatmung hier das Bein noch näher zu dir heranholst. Wir bleiben hier noch für drei tiefe Atemzüge. Ganz langsam den Zug lösen, das Bein beugen und den Gürtel entfernen. Wir legen den Gürtel um den linken Fuß und wir strecken das Bein erstmal geradeaus. Zieh die Zehen zu dir heran, die Ferse schiebt von dir weg. Hol das Bein im gestreckten Zustand zu dir heran und wir verbinden uns wieder mit der Atmung. Mit der Einatmung schiebt die Ferse von dir weg. Mit der Ausatmung zieh das Bein näher zu dir heran. Ganz wichtig ist hier, dass du auf deinen Körper hörst und auch akzeptierst, wo deine Grenzen sind. Also wenn du hier bist, dann ist das genau richtig für dich. Und wenn du weiter oben bist, dann bist du zwar ein bisschen beweglicher, aber dann ist das auch genau richtig für dich. Letzter tiefer Atemzug hier. Und langsam auflösen, den Gurt einmal zur Seite legen und dann hole das rechte Bein zu dir heran. Zieh den rechten Unterschenkel ganz nah zu dir
Und dann strecken wir das linke Bein langsam am Boden aus. Verstärke den Zug vom rechten Bein. Schenk dir noch einen tiefen Atemzug. Mit der nächsten Einatmung stell den linken Fuß wieder auf, den rechten daneben und umfange den linken Unterschenkel. Zieh das Bein wieder ganz nah zu dir heran und langsam strecke das rechte Bein am Boden aus. Verstärke den Zug am rechten Bein. Schenke dir noch einen tiefen Atemzug. Mit der nächsten Einatmung hol das rechte Bein zur Matte zurück, stell das linke daneben und dann komm mit ein bisschen Schwung nach oben in den Sitz. Und von hier aus in die Mitte deiner Matte. Wir machen jetzt eine kleine Bewegungskombination und von hier aus müssen wir unsere Sitzposition erst einmal verändern. Und zwar setzt du dich in den Fersensitz und von hier aus stellst du den rechten Fuß auf und der rechte Fuß ist nun neben dem linken Knie. Stütz dich einmal hinter dir ab. Wenn du jetzt merkst, die Dehnung im Oberschenkel ist schon an der Grenze, dann bleibe hier. Ansonsten hebe mit der Einatmung deine Hüfte ein bisschen nach oben an. Ausatmen, wieder absenken. Mit der Einatmung laufen wir mit den Händen nach vorne, stützen uns hier vor uns ab. Der linke Fuß stellt sich auf und Achtung, mit der Ausatmung streckst du nun beide Beine aus. Der Oberkörper legt sich über das rechte Bein. Einatmen, linkes Knie wieder zur Matte zurück, Fußrücken auflegen, aus nach hinten lehnen. Einatmen, Hüfte heben, aus, absinken. Nach vorne ein, beide Beine strecken aus. Ein Knie zur Matte. Aus, nach hinten lehnen. Ein, die Hüfte heben. Aus, wieder senken. Nach vorne ein und beide Beine ausstrecken, aus. Ein, linkes Knie zu Boden und das rechte daneben. Wir gehen zur anderen Seite, den linken Fuß nun neben dem rechten Knie aufstellen. Lehn dich nach hinten, stütz dich ab. Bleibe hier oder mit der Einatmung heb deine Hüfte leicht nach oben an. Aus, wieder absinken. Nach vorne ein und beide Beine strecken aus. Ein Knie zur Matte, aus, nach hinten lehnen. Ein, die Hüfte heben. Aus, wieder senken. Nach vorne ein und beide Beine strecken aus. Ein, Knie zur Matte, letzte Runde. Aus, nach hinten lehnen. Ein, die Hüfte heben. Aus, wieder senken. Nach vorne ein, beide Beine strecken aus. Stell nun den rechten Fuß neben den linken auf, Uttanasana hier. Greife deine Waden von hinten und zieh dich noch ein bisschen weiter nach unten. Mit der nächsten Einatmung roll dich nach oben auf. Und wir sind im Stand. Ganz locker auf der Stelle treten, den Oberkörper kreisen. Gerne auch einmal die Arme links und rechts um den Körper schwingen und zentriere dich wieder hier. Für die nächste Übung habe ich zwei Varianten für dich. Und zwar Variante 1.
Du greifst dein Knie, ziehst es schön zu deiner Brust heran, ziehst den Oberkörper nach vorne. Du bleibst hier. Oder Variante 2, du greifst mit der rechten Hand von innen deinen großen Zeh mit Zeigefinger und Mittelfinger und dann streckst du ganz langsam das rechte Bein nach vorne aus. Das rechte Bein ist gestreckt, Oberkörper zum Bein ausgerichtet, ups, und Oberkörper und Bein streben zueinander. Wähle deine Variante, komm nochmal heraus. Wir lockern die Beine, gehen noch einmal auf der rechten Seite hinein. Erstmal das Knie zur Brust heranziehen, hier in die Balance hineinfinden. Und dann bleibe entweder hier oder greife deinen großen Zeh, streck dein Bein nach vorne aus, Zeigefinger, Mittelfinger drücken in den Zeh und Zeh drückt in die Finger, Oberkörper zieht zum rechten Bein. Wieder auflösen, das linke einmal lockern und ausschütteln. Wir machen die andere Seite und zwar hol das linke Bein wieder zu dir heran und finde erst einmal in die Balance. Finde einen Punkt, den du fokussieren kannst, Oberkörper stolz aufgerichtet. Bleibe entweder hier oder greife deinen großen Zeh mit Zeigefinger und Mittelfinger. Und dann arbeite an der Streckung des linken Beines. Oberkörper und Bein ziehen zueinander. Und auflösen. Das rechte Bein einmal ausschütteln. Auch hier kommen wir noch einmal in diese Haltung herein. Ganz langsam. Linkes Bein zu dir heranziehen. Stolze Brust hier. Greife mit linken Zeigefinger und Mittelfinger deinen Fußzeh und dann streck das Bein langsam nach vorne aus. Oberkörper und Bein ziehen zueinander. Und auflösen. Locker beide Beine. Stell dich in Tadasana hin, Füße hüftbreit. Und mit der Einatmung ziehst du die Arme nach oben. Ausatmen, kommen Uttanasana, ganze Vorwärtsbeuge. Locker deinen Nacken. Pendel von links nach rechts. Bring die Hände zur Matte und steig nach hinten mit beiden Beinen. Wir kommen in den Fersensitz. Schließe deine Augen. Deine Wirbelsäule ist gut aufgerichtet. Die Hände in einer Schale in deinem Schoß oder auf deinen Oberschenkeln abgelegt. Spüre hier einmal nach. Erinnere dich an unsere Affirmation. Ich behandle meinen Körper so, wie er es verdient. Ich behandle meinen Körper so, wie er es verdient. Schenke dir ein warmes Lächeln. Atme noch einmal tief ein. Und öffne deine Augen mit der Ausatmung. Wir lösen auf. Wir sind jetzt hier am Ende. Namaste. Vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen hoch da lassen würdest, was auch ziemlich gut für den Algorithmus ist. Wenn du meine Produktion auf YouTube noch etwas mehr unterstützen möchtest, dann schau doch einmal auf meiner Niyama Academy vorbei. Und dann wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Wenn du noch nicht genug hast, dann habe ich hier drüben jetzt noch 2 Videos für dich. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann abonniere doch unten meinen Kanal. Da würdest du mich auch sehr unterstützen. Alle wichtigen Infos und Links findest du natürlich unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.